Hi, hier ist Affinity Jack und heute zeige ich euch eine Manipulation, wie man mit einer Bewegungsunschärfe spielt. Also ich war unterwegs in Berlin, U-Bahnhof Museumsinsel, den ich sehr schön finde. Also ich gebe euch mal kurz einen Eindruck davon, wie schön architektonisch dieser Bahnhof gestaltet ist. Also ich habe hier ein paar Fotos gemacht und dachte mir, ich könnte ein Tutorial bringen, wie man diesen Zug einer Bewegungsunschärfe versetzt. Nämlich so. Dazu habe ich erstmal ein paar Fotos gemacht und dachte, das könnte ich ja mal zeigen, wie man das an anderen Objekten machen kann. Und dann dachte ich mir aber, ich mache es mal ganz verrückt, ich mache es mal umgekehrt. Ich mache, dass der Zug scharf ist und dafür der Rest eine Bewegungsunschärfe hat. Also ich nenne es jetzt mal Bewegungsunschärfe, ich werde euch aber gleich zeigen, dass das hier technisch etwas anderes ist. Also dann fange ich auch gleich mal an und dupliziere zuerst die Ebene mit Command und J. Hintergrund ist, wir haben jetzt zwar eine Menge Live-Filter, aber den wir jetzt brauchen, der ist nicht mit dabei. Ich zeige euch jetzt erstmal, warum das, was ich gesagt habe, Bewegungsunschärfe, den gibt es hier als Live-Filter, warum der nicht geht. Also, man hat hier einen Winkel, den man einstellen kann. Das wäre auch jetzt der Winkel. Man hat einen Radius, den man einstellen kann. Und wenn man meint, man könne hier eine Bewegungsunschärfe bringen, dann sieht man, dass letztlich der Fluchtpunkt fehlt. Jedes Pixel wird einfach nur um diesen Wert ein Stück versetzt. In dem Fall jetzt nach rechts. Wir können es natürlich dann, damit die Fahrtrichtung stimmt, nach links machen. Aber es wird einfach nur versetzt und damit fehlt die Perspektive. Ich erhöhe mal den Wert und dann sieht man es noch doller, dass es hier überhaupt nicht funktioniert. Denn das ganze Fahrzeug verschiebt sich komplett in gesamter Breite. Es wird also der Fluchtpunkt gar nicht beachtet. Und deswegen funktioniert bei diesem Beispiel, wie ich es habe, wo es einen Fluchtpunkt gibt, das Ganze nicht. Also ich leuchte es mal. Ich zeige euch stattdessen den anderen Weg. Bevor ich zu diesem Weg komme, möchte ich aber das Ganze etwas gerade rücken. Aber man sieht ja am Fugenverlauf, dass das Ganze jetzt ein bisschen schräg, ein bisschen verzerrt ist. Da ich das hier am Ende ja abstrakt unscharf mache, ist hier das Ganze unwichtig, ob es jetzt gerade ist oder nicht. Das Einzige, was ja im Bild scharf bleiben wird, ist der Zug. Und den möchte ich aber gerade ziehen, weil der ist auch leicht nach links geneigt. Dazu nehme ich den Filter Perspektive, zoome mal etwas raus und achte jetzt tatsächlich nur auf den Zug, dass der, ich sag jetzt mal, ein bisschen aufrecht hingestellt wird. Und das ist meiner Meinung nach so der Fall. Das wende ich jetzt dann also an, zeig mal ein Vorher-Nachher. Und diese Ebene werde ich jetzt rastern. Rastern bedeutet, ich habe ja jetzt einen Live-Filter drin, den ich jederzeit anwählen und auch verändern kann. Ich könnte den jetzt wieder verändern. Aber für die weiteren Maßnahmen, die ich jetzt hier drauflegen werde, ist das hinderlich. Und deshalb möchte ich das Ganze rastern. Das heißt, beides wird zusammengelegt. Das ist eine destruktive Methode so gesehen, aber hier geht es nicht anders. Da ich ja den Effekt nur auf einen bestimmten Bereich anwenden möchte, muss ich eine Auswahl treffen. Also ich werde mal in dem Fall den Zug auswählen. Der hat ja schön gerade Form. Dazu eignet sich dann das Stiftwerkzeug und dann zoome ich mal rein und mache mal schnell eine Auswahl. Und dabei möchte ich bewusst diesen unteren dunklen Bereich mit einbeziehen, obwohl es nicht der Zug ist, damit der Effekt, ihr werdet es nachher sehen, besser wirkt. Hier werde ich das Ganze schließen, wähle jetzt wieder die große Ansicht und wandle jetzt diese Form in eine Auswahl um. Diese Auswahl kann ich dann nochmal verfeinern. Dazu muss ich erstmal ein Auswahlwerkzeug anklicken. Da kommt Dialog verfeinern. Und zwar geht es mir darum, ich möchte eine weichere Kante hier machen, damit es vielleicht nachher an manchen Stellen nicht so seltsam aussieht. Mache ich das Ganze hier ein bisschen weicher, dann wird das später mit der Auswahl einfacher. Und ich möchte diesen Zug als eine neue Ebene auswerfen, damit ich dann nur an dem Zug oder eben ohne Zug arbeiten kann. Dann benötige ich noch eine letzte Vorbereitung, bevor es dann auch wirklich losgeht. Ich sprach ja bereits vom Fluchtpunkt. Der Fluchtpunkt ist praktisch der Punkt, wo das Bild, in dem Fall der Zug, ja sich hinbewegt. Und dieser Punkt wird irgendwo hier in diesem Bereich sein. Ich möchte da jetzt aber mal relativ genau sein und möchte diesen Fluchtpunkt ermitteln. Um mit diesem Fluchtpunkt jetzt grafisch darzustellen, mache ich mal kurz ein paar Linien. Dazu eignet sich dann wieder das Stiftwerkzeug. Und da ziehe ich jetzt einfach mal von hier oben eine Linie hier entlang.
Der ist jetzt nicht direkt drauf, also drücke ich die Command-Control-Taste auf dem Knotenpunkt und dann kann ich das Ganze verschieben. Dann gebe ich dem Ganzen hier, Verlauf möchte ich nicht, eine Farbe, Farbe weiß, 6 Pixel ist auch ganz gut, dann kann ich es ganz gut sehen. Jetzt brauche ich noch eine zweite Linie. Wir sehen, wir haben hier eine Form, eine Kurve. Und dazu muss man mal kurz das Werkzeug wechseln, irgendwo hinklicken, um die zweite Linie machen zu können. Also dann klicke ich wieder hier an, bin wieder nicht ganz auf der Linie, also mache ich das so und habe jetzt damit hier den Fluchtpunkt ermittelt. Diese beiden Ebenen füge ich mal zusammen, gruppiere die mit Command und G und nenne das Fluchtpunkt. Ich zeige dann jetzt mal, wie die Bewegungsunschärfe funktionieren würde, wenn man den Zug ein bisschen Fahrt aufnehmen lassen will. Also dann würde man jetzt den Zug auswählen, geht auf Filter, Unschärfe, Zoom-Unschärfe. Dieser Filter ist destruktiv, den gibt es nicht als Live-Filter. Und deswegen wollte ich das Ganze auf neuen duplizierten Ebenen machen. Und jetzt haben wir diesen Effekt, den man sich dann einstellen kann. Und wir sehen, dass hier der Fluchtpunkt beachtet wird. Also so würde das Ganze funktionieren. Da ich jetzt aber bei meinem Beispiel gar nicht den Zug unscharf machen möchte, sondern den Hintergrund, nehme ich die Ebene darunter und lege diesen Filter auf diese Ebene darunter. Also Unschärfe, Zoom-Unschärfe. Jetzt ziehe ich mir den Fluchtpunkt dieser Unschärfe genau hier rauf. Also ich kann den hinschieben, wo ich will, aber dazu benötige ich jetzt den hier ermittelten Fluchtpunkt und ziehe den genau da drauf. Normalerweise, hier ist noch meine letzte Eingabe drin gespeichert, geht dieser Wert nur bis 100. Man kann ihn aber überschreiben, ich habe es probiert, bis zu einem Wert von 1024. Und für mich gehe ich mal recht hoch ran, aber wir haben gerade gesehen, was passiert. Das wird dann bei jedem Bild individuell anders sein. Normalerweise verschwimmt ja der ganze andere Bereich hier, aber in meinem Fall kommt plötzlich dieser Bereich wieder durch. Das möchte ich nicht und deswegen breche ich das Ganze jetzt mal ab, mache das wieder rückgängig und werde jetzt hier dieses manuell entfernen. Dazu lege ich eine neue Ebene an, nehme das Retusche-Werkzeug, sage, es soll sich auswirken auch auf die Ebene darunter und fahre jetzt hier rüber. Wunderbar, das genügt mir im Prinzip schon, das muss gar nicht so ordentlich sein, denn es wird ja sowieso gleich unscharf gemacht. Also ich werde jetzt diese beiden Ebenen gruppieren und werde das wie vorhin rastern. Und jetzt kann ich die Zoom-Unschärfe nochmals anwenden. Ich ziehe mir den Fluchtpunkt jetzt hier genau hier drauf und dieser Bereich ist jetzt weg. Warum auch immer das gerade nicht geklappt hat. Ich habe ja gezeigt, dass ich hier sehr hoch rangehe, weil ich es ja abstrakt haben möchte. Man kann sich da rantasten. Also ich habe es probiert. Man kann hier den Wert einfach überschreiben, wie man es haben möchte, bis zu dem höchsten Wert, der dann 1024 Pixel beträgt. Ich nehme hier 1000. Der Fluchtpunkt ist gesetzt und damit bin ich soweit zufrieden. Ich brauche den Fluchtpunkt nicht mehr und deswegen blende ich ihn jetzt aus. Im Großen und Ganzen sind wir eigentlich fertig, aber dieses Bild kann man natürlich noch ein bisschen verbessern. Und das hängt bei jedem jetzt davon ab, was er genau für eine Situation hat. Also ich möchte jetzt in dem Fall den Zug noch etwas verbessern, dass der etwas mehr poppt. Dazu wähle ich jetzt also den Zug aus und erinnere nochmal daran, ich habe ja vorhin gesagt, dass ich ja diese Kante mit auswähle und diesen dunklen Bereich. Das ist jetzt bei diesem Bild so, weil die dunkle Deichsel letztlich, diese dunkle Kupplung, im dunklen Gleisbett so eins wird. Und wenn dieser Bereich verschwommen werden würde, würde ich sagen, sieht es nicht so gut aus im Gegensatz zu dieser Variante. Ich zoome jetzt mal ein bisschen an den Zug ran, weil um den geht es ja jetzt und möchte den jetzt, damit er besser wirkt, schärfer zeichnen. Das mache ich mal mit dem Hochpassfilter. Und zwar ziehe ich den jetzt mal ran, bis man so die ersten Kanten sieht, ändere dann den Mischmodus auf weiches Licht und ich zeige mal den Vorher-Nachher-Effekt. Der ist jetzt nicht so riesig. Ich hoffe, man kann es bei euch an den Monitoren sehen, aber jetzt ist es ein bisschen knalliger. Dann möchte ich das Gelb noch ein bisschen knalliger machen. So wähle ich jetzt wieder den Zug an und nehme die Anpassungsebene HSL. Da es hier um Gelb geht, kann ich das Gelb auswählen. Aber es ist meiner Meinung nach nicht richtig ein Gelb, sondern so ein bisschen ins Orange hinein. Und deswegen nehme ich mit der Pipette die Farbe auf. Und siehe da, hat sich hier ein klein bisschen verschoben. Und jetzt würde ich von dieser ausgewählten Farbe die Sättigung erhöhen. Würde ich durchaus so hoch rangehen und mal sehen, ob man auch mit Helligkeitserhöhung auch ein bisschen was erreicht. Ja, finde ich auch. Ich zeige es mal.
Also mir gefällt es jetzt so besser. Als nächstes möchte ich die Rücklichter verbessern. Die sind jetzt beim Fotografieren so leicht weißlich geworden. Das lässt sich eigentlich ganz leicht beheben. Mache eine neue Ebene, nenne die mal Rücklichter. Also es würde jetzt keinen Sinn machen, hier versuchen mit HSL die Farbe zu verändern, weil hier drin haben wir ja fast weiß. Weiß oder schwarz kann man jetzt nicht einfach so die Farbe verändern. Also mache ich einen ganz anderen, ganz einfachen Weg. Ich nehme mir einen Pinsel, suche mir eine Farbe aus, nämlich Rot. Wo ich meine, so sehen die Rücklichter eigentlich aus. Dürfte so in etwa dieser Farbton sein. Gehe mal erstmal mit voller Deckkraft, obwohl es jetzt gleich was Komisches damit passieren wird. Passe den Pinsel mit weicher Kante mal so ein bisschen der Größe der Rücklichter an und mal die aus. So, das sieht jetzt natürlich nicht besonders echt aus. Das ändert sich aber, wenn man den Mischmodus verändert. Also man kann ja einfach mal ein paar Varianten probieren. Die hier ist zum Beispiel gar nicht schlecht, farbig nachbelichten. Aber ich habe mal vorher ausprobiert, da hat Glühen ganz gut gepasst. Also nehme ich mal den. Jetzt ist mir der Effekt ein bisschen zu stark. Und dann gehe ich mal mit der Deckkraft runter. Sagen wir mal so. Und finde, dass jetzt, ich zeig's mal, die Rücklichter besser kommen. Als nächstes würde ich hier in dem Fall noch ein bisschen so diese ganzen Irritationen hier rausnehmen. Also diese weißen Punkte sind Reflektionen, was ihr aber euch erinnert, von diesem Sternenhimmel und diesen Lampen. Und das würde ich jetzt mal per Retusche rausnehmen. Also lege ich wieder eine neue Ebene an, nenne die mal Retusche, nehme mir das Restaurationswerkzeug und fahre jetzt, Ebene unter drunter ist ausgewählt, und fahre mal jetzt immer über diese Bereiche, die mich jetzt so ein bisschen stören. Und lasse Affinity Photo die für mich entfernen. So, damit könnte man sich jetzt eigentlich eine Weile aufhalten. Ich kürze das mal ab. Die U-Bahn ist auch ein bisschen schmutzig, also bei dem Thumbnail, da habe ich es auch gemacht. Da habe ich also hier weitestgehend diesen Schmutz entfernt. Ich zeige das nur mal als Option und kürze das jetzt mal ab. Aber was mir als nächstes auffällt, die Front hat jetzt einen hellen Bereich, weil hier ein heller Lichtschein ist. Es ist zwar so, aber von der Wirkung her stört mich das so gerade so ein bisschen. Und das möchte ich so ein bisschen harmonischer ins Bild einfügen. Also sprich, die Scheibe abdunkeln. Auch das mache ich wieder mit einer neuen Ebene. Nenne die mal Heckscheibe. Nehme mir wieder einen Pinsel. Diesmal die Farbe Schwarz. Übrigens, das Panel funktioniert so, dass diese Farbe hier automatisch jetzt benutzt wird, die hier oben liegt, ausgewählt ist. Ich hatte ja vorher das Rot ausgewählt. Mit X dreht man das Ganze um und mit D, Default, ist die Grundeinstellung, hat man dann eben das Schwarz, was ich jetzt in dem Fall benötige, um. Also ich habe jetzt also einen schwarzen Pinsel, mache mir den recht groß und weich und male jetzt mal über diesen Bereich so rüber. Das ist mir jetzt vielleicht ein klein bisschen zu schwarz. Insofern gehe ich mal wieder mit der Deckkraft ein bisschen runter, dass durchaus ein bisschen was durchscheinen kann, aber eben nicht so doll. Und als letzten optionalen Schritt würde ich anbieten, damit hier das Ganze noch ein bisschen peppiger wird. Also je nachdem, was man ja fotografiert hat, wie dort die Farben und Helligkeitsstufen sind, entstehen ja jetzt diese Effekte, die mir jetzt persönlich sehr gefallen. Und man kann diese noch verstärken. Da ich ja jetzt hier von dem Hintergrund spreche, nehme ich auch die Hintergrundebene, setze hier eine Tonwertkorrektur drauf und muss jetzt gar nicht diese üblichen Werte beachten, sondern jetzt gucke ich mir nur rein optisch an, wenn ich hier was verändere, dass, ob mir das gefällt. Also einfach durch Probieren. Und ich würde sagen, wenn das Ganze ein bisschen heller wird und ein bisschen mehr Kontraste bekommt, wirkt dieser Effekt stärker. Und für mich ist es dann in dem Fall auch schöner. Das war meine Idee, eine Manipulation zu erstellen mit einem abstrakten Bewegungsunschärfe-Effekt. Das Ganze funktioniert natürlich mit allem, was sich bewegt, also egal, ob es nun ein Tier ist oder ein Auto. Ich habe es hier mit der Berliner U-Bahn gemacht. Vielleicht fällt euch ja noch etwas anderes ein. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Affinity Jack.